Sölle, Hallöchen, ich möchte dir heute zeigen, wie du dieses ganz einfache, kleine, schnucklige Pilzschlumpfhaus baust. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch direkt an. So, dieses Pilzhaus ist natürlich recht symmetrisch. Ich habe es so ein bisschen einem Schlumpfhaus nachempfunden. In echt sind Pilzdächer natürlich ein bisschen flacher und runder. Das lassen wir hier mal außer Acht, ja. Es geht uns jetzt wirklich nur darum, dieses Haus so zu bauen. Dafür nehme ich hier rote Pilzblöcke und einen hellen Pilzstiel. Bei den Pilzblöcken muss man darauf achten, wenn man einen aneinander baut und einen abmacht, hat man diese hässliche Seite hier. Ist ein bisschen doof, ne? Deswegen nehme ich immer Holz daneben, so dass man auch bauen kann, weil da passiert das nicht. Ne? Das ist das Schöne. Also, wenn man gleich innen baut, nehmen wir Holz. Du wirst es sehen. Wir fangen einfach an, machen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so eine 3x3-Wand. Bauen hier ein Loch rein für unsere Türe und ich würde sagen, hier nehmen wir mal Cobblestone auf den Boden. Später so, ja. Aber erstmal egal. Türe rein, das ist schon so die Front wieder hinten. Jetzt gehen wir hin, machen 1, 2 so schräg. Machen 1, 2, 3. Immer so über Kante dran. 1, 2 schräg. 1, 2, 3 dran. 1, 2 schräg. 1, 2, 3 dran. 1, 2 schräg. Das ist die Grundform von unserem Haus. Hier machen wir jetzt erstmal alles weg innen drin und schon mal den Boden. So, dass wir das Problem schon mal gelöst haben. Jawohl. Geht auch ganz schnell. Nehmen wieder Cobblestone. Du kannst natürlich wie immer, kennst du ja, wenn du meine Videos guckst, die Blöcke nehmen, die du möchtest. Beim Pilzhaus bietet sich zum Beispiel auch noch der braune Pilzstamm an, wenn du ein braunes Haus machen möchtest oder halt das weiße. So, da hätte man den Boden fertig. Jetzt können wir hingehen. Und hier einfach immer alles komplett zumachen. So, drei hoch. Hier auch. Komplett rum. So. Und schon stehen die Wände. Jetzt können wir hier noch hingehen. In die Mitte. Später unsere Fenster hinmachen. Aber erstmal fangen wir jetzt mit dem Dach an. Da sehen wir schon, wenn wir hier hinten hingehen. Ja, die setzen wirklich genau da drauf an. Vielleicht machen wir später irgendwann nochmal ein zweites Haus, wo wir das noch ein bisschen anders machen. Jetzt machen wir das erstmal so. Das heißt, erstmal eine Reihe komplett von dem Pilz hier drauf. Da nicht. Ah, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Da zählt es also nicht. So, eine Reihe drauf. Jetzt gehen wir hin und machen hier in der Ecke Folgendes. Ich zeige das jetzt nochmal. Wenn ich jetzt hier einen hinmache, als Hilfesteller, um den hier oben hinzumachen. Und den wegmache, haben wir hier diese hässlichen Seiten. Das wollen wir natürlich nicht, ja. Deswegen gehen wir jetzt hier hin und machen das so, dass wir unsere Hilfestellung so haben. So und so. Und können den jetzt ohne Probleme hier drauf machen. Wenn wir den jetzt hier wegmachen, bleibt das nämlich rot. Wie ein Pilz. So, das ist das eine. Jetzt gehen wir hier wieder hin. Das ist nämlich ein bisschen tricky. Jetzt müssen wir das hier wieder machen. 1, 2, 3, 4. Außer dir ist das egal. Dann kannst du es natürlich so machen, wie du möchtest, ja. So, wir müssen uns jetzt immer so ein Gerüst bauen, damit wir halt gleich nicht überall dieses hässliche Zeug hängen haben. Jetzt können wir hier hingehen und dahin und dorthin. Und hier müssen wir jetzt dasselbe wieder machen. Das Holz machen wir dann später natürlich wieder weg. Das bleibt nicht da, ja. So, hier einen hin, immer genau. Jetzt muss ich gucken. Guck, hier haben wir nämlich schon verkehrt gemacht. Das dürfen wir gar nicht. Das wollen wir nicht. So, jetzt müssen wir hier einen hin machen. Hier müssen wir ja über Kante. So, dahin, hier drei hin. So, jetzt kann hier einer hin. Dann brauchen wir wieder hier so. Und hier. Das sieht jetzt total bescheuert aus, aber du wirst gleich sehen, dass wir genau richtig gebaut haben. So. Dann muss natürlich noch hier einer hin. Und jetzt können wir das so komplett wegmachen, beziehungsweise direkt die nächste Etage drauf. Die wollen wir ja hier so haben. Da können wir das auch wunderbar nehmen. Da. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier und haben das hier auch schon zu. Sieht man schön. Jetzt können wir das hier komplett so zumachen, damit wir es ganz zu haben. Und können dann hier in die Mitte nochmal so ein Quadrat machen, dass wir wirklich so das Dach vom Haus haben. Wenn wir jetzt reingehen, ist es verdammt dunkel. Nehmen wir mal gerade Laternen. Pack mal hin. So, stellen wir gerade ein paar auf den Boden hier. Jetzt können wir nämlich hingehen und das ganze Holz hier wegmachen. Und sehen, wir haben nirgendwo diese hässlichen Ränder hier, sondern alles ist schön rot
und symmetrisch, wie es im Pilzhaus sein soll. Als nächstes brauchen wir die Falltüren, dann gehen wir nämlich hier hin, hier und hier und machen jeweils so und so mit Falltüren ein Fenster rein. Außen fehlen auch noch Falltüren. Da habe ich jetzt einfach auf der Höhe hier, sagen wir mal so, einmal umrandet so Falltüren gemacht. Einfach damit das ein bisschen mehr Tiefe bekommt und ein bisschen nach was aussieht. So, und nicht einfach so platt ist. Hier hinten kommt jetzt gleich unser Kamin hin, deswegen bauen wir da kein Fenster hin. Der ist nämlich ganz, ganz schick. Da habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Wir machen erstmal den weg. Dann machen wir den Boden weg. So und so. Und jetzt brauchen wir ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer einmal. Rein hier. Jetzt machen wir links und rechts normale Blöcke. Nehmen dann noch Treppen, Cobblestone. Einmal, das Feuer brauchen wir vielleicht später noch, das können wir uns aber einfach da rausnehmen. Machen die einmal so und einmal so. Das ist wirklich schon so ein, aussieht wie ein kleiner Kamin. Aber jetzt brauchen wir die Fichtenholzfalltüren, denn wir müssen jetzt einmal eine hier hin machen, noch eine dran, klappen die mal runter und machen die hier wieder weg. Müssen wir uns ja auch immer so Hilfsgebilde bauen, damit wir da dran kommen und unsere Fichtentüren hinsetzen können. Setzen eine hier hin. Klappt. So, eine hier hin. Klappt. Wunderbar. Dann bauen wir hier noch einen hin. Kommt gleich auch wieder alles weg. Wie gesagt, das sind alles nur Hilfsblöcke, damit wir hier immer dran kommen. So. Natürlich wieder da hoch, da hoch. App. Weiter so. Ich denke, du weißt jetzt schon, wie der Hase läuft, wo es hingehen soll. Wenn wir dann richtig bauen, passt das auch. Und wir klappen es nicht an die Wand. Ne? So, jetzt müssen wir das hier noch bauen. Jawohl. Dann noch einmal hier. So, zu. Alles klar. Sollten wir das hier noch machen? So, weil da soll der ja hoch, ne? Jetzt können wir ihn aber noch umklappen und den hier wegmachen. Wieder zuklappen. Hier drin können wir jetzt schon wieder alles wegmachen. So, jetzt haben wir hier schon so einen schönen Kamin für unseren. Das ist ein schöner Abzug für unseren Kamin. So rum. Meine Güte, was ist denn los hier? Jetzt sehen wir schon, hier ist es offen. Ist aber nicht so schlimm. Das ist jetzt gleich auch verdeckt. Denn hier machen wir jetzt wieder genau dasselbe wie eben. Gehen hier hin, drauf, drauf. Wie hoch du den Kamin machst, bleibt dir überlassen. Ich mache ihn jetzt nicht allzu hoch. So dran. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Hilfestellung nehmen. Da müssen wir den nochmal gerade wegmachen. Und den hier so dran. So. Hier hin. Kamin, hierhin, Kamin. Das Ganze an den Seiten hier auch machen. Das Schöne ist nämlich, Cobblestone, also alles, was kein Pilzblock ist, können wir einfach hier drauf bauen, so dass es auch nicht kaputt geht, wie eben gesehen mit dem hässlichen Pilzseiten. Ne? Komm, einen machen wir noch drauf, dass er ein bisschen höher ist. Soll ja ein bisschen überstehen. Hier können wir das so. Hier können wir das auch so. So, und da müssen wir noch einen drauf machen. Dann sollte das hier auch gehen. So. Jetzt können wir schon wieder die Hilfsblöcke wegmachen. Die hier wegmachen. Liegen wir unten. Sehr gut. Da bitte nicht. Soll gerade sein. Jetzt sehen wir aber schon, jetzt ist der Kamin so hoch, dass hier kaum noch Qualm reinkommt, ja. Das kann man ganz easy lösen, indem man jetzt einfach hingeht. Unten im Haus. Ja, machen wir auf. Nehmen wir uns gerade ein Lagerfeuer. Und gehen dann hier oben hin. Machen das mal auf. Hör den bitte nicht auf. So, und setzen hier noch ein Lagerfeuer rein. Das sieht keiner, das hört keiner. Und jetzt sehen wir auch schon, unser Kamin ist schön am Qualmen. Wunderbar. Jetzt müssen wir erstmal gerade die Laternen hier wegmachen. Machen wir weg, machen wir weg. Weil ich möchte gerne eine über das Fenster hängen. Ich möchte gerne eine über das Fenster hängen. Und ich möchte eine genau in die Mitte hängen. So. Heißt, Haus, Kamin sind fertig. Was brauchen wir als nächstes? Natürlich ein Bett. Wir wollen ja irgendwo schlafen. Ne? Wir nehmen jetzt mal hier ein hellblaues Bett. So, und setzen das so an die Wand hier. Hier haben wir auch noch was Special vor. Unten, da brauchen wir jetzt Folgendes für. Und zwar eine Redstone-Fackel und einen Kolben. Kolben sag ich schon, hier eine Piste. So, Redstone-Fackel. Tisch bitte gerade. Das sieht kacke aus. Da machen wir nochmal hier so Pilzwand hin. Oder am besten Cobblestone.
Machen wir Cobblestone, das sieht besser aus. So. Aber einen kleinen Tisch. Jetzt können wir natürlich hingehen mit Treppen. Nehmen einfach mal die hier. Eichenholztreppe, sagen wir so. Links ein, rechts ein. Haben wir so eine kleine Sitzecke. Vielleicht können wir hier in die Ecke eine Werkbank machen. Die brauchen wir auch noch. So. Auf die Werkbank können wir einen Braustand machen. Das sollte auch ohne Probleme gehen. Jawohl, sehr gut. In die Ecke hier können wir unsere Öfen machen. Wir brauchen ja 1, 2, 3 Öfen. Mach ich jetzt mal. 1, 2, 3. Die können wir einfach so dahinstellen, dass es gut passt. Jetzt können wir noch hingehen mit Fässern. Uns hier links und rechts so ein bisschen Nachttisch machen. Nehmen noch einen Topf. So, hauen den hier drauf. Links und rechts. Dann haben wir noch irgendwo Blumen hier. Natürlich, da nehmen wir mal Löwenzahn. Nicht immer um meine Tulpen. So, ein bisschen Löwenzahn drauf. Hier haben wir jetzt noch jede Menge Platz. Dann machen wir Folgendes. Und zwar nehmen wir jetzt wieder unsere Eichenholzfalltüren. Hauen die so. Ja, links und rechts aber nur. Aber dann bitte auf die Höhe der... So, auf die Höhe der Türe. Damit da noch Truhen drauf kommen. Wir brauchen auch noch irgendwo Platz, um Sachen zu verstauen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Truhen hier. So, hauen da eine hin. Hier unten können auch noch welche hin. Wenn du magst, kannst du hier so 3 Stück hinstellen. Dass wir jede Menge Stauplatz hier haben. Hier oben, das lassen wir mal frei. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch ein kleines Gemälde hin. Das war ein bisschen hier... Na, wie wär's da? Passt sogar. Nice. Kriegen wir da auch eins hin. Da kriegst du auch eins hin. Und da auch. Aber bitte nicht da drüber. Da ist nur ein einzelnes. Aber das sieht kacke aus. Das sieht noch schlimmer aus. Ach ja, die Bilder. Mit denen hat man sein Kreuz. Egal. Dann lassen wir die Bilder halt so, wie sie sind. Nehmen jetzt mal blauen Teppich und gelben Teppich. Machen noch ein bisschen Teppich hier rein. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vielleicht so ein bisschen gelb in die Mitte. Und schon ist dieses klitzekleine Pilz-Schlumpfhaus gebaut und eingerichtet. Mit einem richtig, richtig geilen Kamin, wie ich finde. Kannst du mir in die Kommentare schreiben, wie du ihn findest. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.